Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Uns habt ihr das schon lange nicht mehr sagen hören. Ihr habt uns auch schon lange nicht mehr vor dieser schwarzen Wand sitzen sehen. Es ist eine ganze Zeit lang her, dass wir Videos hier gedreht haben. Und grundsätzlich ist es eine ganze Zeit lang her, dass wir Videos gedreht haben. So lange, dass wir heute erstmal unser Equipment suchen mussten, weil ich wusste, ich habe noch nicht gesagt, wo ist unser Stativ, wo ist unser Licht, wo ist das Netzteil, wo ist das Mikrofon, bla 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 bla. Und dementsprechend haben wir extrem viel Zeit gebraucht, um unser Zeug zusammenzusuchen. Ja, und einige von euch hatten uns schon geschrieben auf Instagram, ob alles okay ist und ob wieder Videos kommen. Und ich hatte versprochen, dass wir uns zurückmelden. Und das tun wir hiermit. Und wir würden euch gern erklären, was in den letzten Wochen los war, warum wir uns so zurückgezogen haben. Aber damit es Sinn ergibt, müssen wir ein Jahr zurückblicken. Und zwar genau in den April 2023. Und ich würde sagen, das Video, was wir da einblenden, ist schon aussagekräftig genug. Wir brauchen nichts hinzuzufügen. Schaut selbst. Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute ist ein ganz besonderer Tag, denn heute kommen die Ergebnisse von Nadjas Examen. Und ich bin mal gespannt. Sie ist gerade noch am Telefonieren mit einer Freundin und die versucht sich irgendwie zu beruhigen. Und die ist nervlich, ein absolutes Wrack sozusagen, weil die Anspannung macht ihr richtig zu schaffen und das merkt man. Und es dauert nicht mehr lange, dann kommen die Ergebnisse. Und wir dachten, wir nehmen euch heute mal mit und machen ein kleines Live-Reaction. Und ja. Okay? Ja. Nee, du musst da rum. Soll ich? Willst du? Nee, du. Der Schock letztes Jahr saß tief. Ja, vor allem, weil es dein erstes Mal war, ne? So eine richtige Klatsche. Klar, man hat hier und da mal eine Klausur nicht bestanden, gerade in der Zwischenprüfung, ne? Ja, natürlich, aber das ist schon ewig her gewesen. Und das ist nochmal eine ganz andere Klatsche. Ja. Vor allem, wenn man so eine Art Schnellkandidat ist. Nadja hat es alles auf Anhieb geschafft und in Rekordzeit in 4,5 Jahren sozusagen zum ersten Staatsexamen gebracht. Und wenn du dann so eine Klatsche kriegst, wenn du noch nie damit so krass gehadert hast, dann ist das schon, also vor allem wenn man selber betroffen ist. Also sie hat es zwar von mir mitbekommen, aber das ist nochmal was ganz anderes. Der Schock saß tief und ich habe erstmal eine ganze Zeit lang gebraucht, um das Ganze zu verarbeiten. Aber nichtsdestotrotz, wenn das im Ref passiert, dass man durchfällt, hat man nicht viel Zeit zu überlegen, wie es weitergeht. Dementsprechend hatte ich genau, glaube ich, 4 Wochen, bis der Ergänzungsvorbereitungsdienst losging. Ich habe nebenbei gearbeitet und ich habe es nie offen im Internet gesagt, dass ich durchgefallen bin. Nicht, weil ich mich geschämt habe, sondern einfach, weil der Schock so tief saß und ich so beschäftigt war, das selbst zu verarbeiten, dass ich keine Kommentare von außen haben wollte. Also ich glaube, nur das und auch dieser psychische Druck, der dadurch entsteht. Ja. Ja. Es ist ja nochmal mehr, wenn es ist ja allein schon die Familie fragt, was mit einem los ist. Ich glaube, meine Eltern haben mich noch nie so gesehen. Die waren beide schockiert. Und wenn dann noch von außen was dazukommt, kann das oft den Druck einfach erhöhen. Und dem wollte ich mich einfach in dem Moment nicht stellen. Da war ich einfach nicht bereit für. Und dementsprechend haben wir uns dafür entschieden, das Ganze nie so offen auszusprechen. Und ja, was gefolgt ist, ist im November der Zweitversuch. Manu war mit mir 9 Tage lang in München. Wir waren im Hotel und er hat mich jeden Tag 9 Tage lang zu den Klausuren gebracht, wieder abgeholt und ja, die Anspannung war... Ja, die war schon enorm. Die war wirklich enorm. Und das Schlimmste war, dass du als Partner nur zugucken kannst. Ja, du kannst nichts abnehmen, du kannst nicht helfen. Ja, emotionale Stütze, aber manchmal, also was willst du denn auch? Irgendwann hast du auch alles gesagt, ne? Und dann kommt das Ganze nicht mehr so an, wie es zu Beginn mal angekommen ist. Und dementsprechend war das schon ziemlich schwierig. Und die Phase danach, diese Warterei, die war noch viel, viel schlimmer. Also ihr dürft natürlich nicht vergessen, Anfang letzten Jahres hatten wir Manus Nachricht bekommen. Ja,
Drei Monate später warst du dran? Drei Monate später war ich dran. Also letztes Jahr war einfach nicht einfach und wir waren emotional auch einfach ausgebrannt. Es war wahnsinnig schwierig, aber wir hatten keine Zeit, uns davon von irgendwas zu erholen, weil ich ja nur die Möglichkeit hatte, im November zu schreiben und beziehungsweise Dezember. Und ja, es war nie eine Option für mich, es nicht nochmal zu versuchen, eben aufgrund dessen, dass ich noch sehr jung bin, dass es bis jetzt alles sehr einfach geklappt hat und ich gesagt habe, für mich persönlich war das einfach keine Option zu sagen, ich will nicht mehr. Ich kann jeden verstehen, der dann sagt, ich will nicht mehr, absolut vollkommen in Ordnung, aber für mich war es keine Option und dementsprechend haben wir es nochmal gemacht, wir haben alles nochmal durchgemacht und Manu hat mit mir fast psychischen Terror durchgemacht und ja, wir haben uns dem Ganzen im November zusammengestellt. Ich habe natürlich die Klausuren allein geschrieben, aber Manu hat jeden Ausraster, jeden Heulkrampf, alles mit mir durchgemacht. Ich meine, ich kann es ja nachvollziehen, weil ich saß ja in einer sehr, sehr ähnlichen Situation, zwar nicht im zweiten Examen, aber im ersten Examen und deswegen weiß ich, wie man sich dort fühlt. Ich habe jede Emotion nachempfinden können, weil ich sie selber durchlebt habe oder durchlebt habe. Und das war schon ein hartes Brett. Also 2023 war nicht wirklich einfach. Und ja, das war schon eine harte Kost. Man hat schon viel, viel, viel Energie geraubt. Ja. Und dann im Januar haben wir uns entschieden, wir filmen jetzt quasi wieder weiter. Wir haben euch mitgenommen, weil im ersten Moment die Erleichterung kam, die Klausuren sind rum, ich kann gerade nichts mehr ändern und die ersten 8 Wochen kann man das gut ab. Also ich zumindest. Die ersten 8 Wochen waren echt entspannt, alles gut. Ich habe das gut abgekonnt, wir waren wieder bereit zu filmen, euch mitzunehmen. Ich war wieder fröhlicher drauf, es war alles gut. Ja, bis zu einem gewissen Punkt. Bis zu einem gewissen Punkt, denn die Ergebnisse kamen jetzt im April. Und vor ein paar Wochen konnte ich das Ganze nicht mehr ab. Das Abwarten hat mich verrückt gemacht. Meine Stimmung ist immer schlechter geworden. Ich bin kein Mensch, der gerne rumsitzt und wartet. Ich möchte gerne was tun, aber ich konnte nichts mehr tun. Und dementsprechend haben wir uns zurückgezogen, weil... das hätte keinen Sinn gemacht. Das hätte keinen Sinn gemacht, weder für euch noch für uns. Sie war nicht auszuhalten. Nadja war schon schwierig. War wirklich schwierig. Wie gesagt, sie hat all das zurückverlangt, was ich hier gefordert habe. Ja. Wir sind quitt, also hiermit ist es offiziell quitt pro quo. Ja. Und es war schon, also der letzte Tag, der war schon... Die Ergebnisse kamen jetzt am 9. April 2024 und auch da haben wir euch einmal kurz wieder mitgenommen. Und ich würde sagen, das blenden wir euch jetzt nochmal ein. Also viel Spaß damit. Okay, bist du bereit? Mhm. Ja? Ich aktualisiere. So. Nee, den Link. Bist du bereit? Ja. Du hast es geschafft! Tja, ein Jahr später kam dann die große Erleichterung. Ja, wir sind ausgespielt. Ja, die Tränen sind geflossen vor Erleichterung, vor... Ja, ich kann es gar nicht glauben. Und es war ein Gefühl, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen an dem Tag. Und vor allem mit dem Hintergrund, ich habe zueinander gesagt, jetzt geh noch mal in dich und habe zu ihr gesagt, jetzt stell dir vor, es gibt trotzdem da draußen Kollegen, die das um Haaresbreite nicht geschafft haben und wie stolz du auf dich sein kannst und wie glücklich du und dankbar du sein kannst, dass du es geschafft hast, wohl wissend, es gibt genug Leute, die es nicht geschafft haben. Ja. Also und das ist, wir wissen alle, Jura ist manchmal schwierig, die Notengebung ist schwierig, die Klausuren sind schwierig und dementsprechend war ich einfach unheimlich glücklich an dem Tag. Ich glaube, da ist sehr viel abgefallen, obwohl auch noch immer nicht alles abgefallen ist, denn 2 Wochen später fand schon meine mündliche Prüfung statt. Ich hatte nicht viel Zeit und die war diesen Dienstag. Und... Da haben wir euch auch noch mal ein bisschen mitgenommen. Ja.
Hallo, hallo, guys. Schon lange nichts mehr gehört, ne? Ja, herzlich willkommen zu unserem Video. Es ist so eine Art Live-Update, machen wir. Wie ihr schon gesehen habt, habe ich die Nadja gerade rausgeschmissen. Die hat nämlich jetzt mündliche Prüfung. Und ja, das ist ziemlich spannend. Sie war saunervös, extremst nervös. Und ja, sie war so nervös, dass sie nichts sagen konnte in die Kamera. Und ja, wir haben nur Musik gehört auf der Hinfahrt. Und ich habe sie versucht zu beruhigen. Und als ich sie dann abgegeben habe, beziehungsweise als ich sie dann abgeliefert habe, dann hat sie ihr Handy ausgemacht. Und war so nervös, dass sie die Hände gezittert haben. Das war schon ziemlich spannend. So, jetzt haben wir 8:25 Uhr. Das heißt, bei denen jetzt entweder ist es schon losgegangen oder es geht in 5 Minuten los. Aber ich glaube, es ist schon losgegangen, weil die um 8:15 Uhr gestartet haben oder um 8:30 Uhr, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wird es demnächst losgehen, wahrscheinlich. Wie auch immer. Auf jeden Fall sitzt sie drin. Ja, ich fahre jetzt zurück nach Hause und plane diese. Wir haben eine kleine Überraschungsparty geplant. Und genau. Das Wetter ist nur echt miserabel. Wir haben 0,5 Grad. Also das haben wir uns ein bisschen anders vorgestellt. Dass es warm ist und cool, aber das ist leider nicht so. Drei, zwei, eins. Los! So, damit wisst ihr jetzt alles. Die mündliche Prüfung lief sehr gut. Ich war mega happy und ja, ich glaube vor lauter Freude. Wir haben mit Familie und Freunden gefeiert danach. Haben wir danach gar keine Videos mehr gemacht. Ja, es war an dem Tag einfach so Emotionschaos, dass ich nur ein paar Aufnahmen hatte, ein paar davor. Und wir können euch noch ein paar Fotos einblenden. Aber es war ein langer, langer Tag. Und ja, als ich aus diesem Prüfungsraum rausgekommen bin und meine Familie und meine Freunde und Manuel da stehen sehen, sind Tränen geflossen und ich musste mich richtig zurückhalten, dass es nicht Bäche werden. Also ich fand es schade, du hast dich zurückgehalten. So im Nachhinein, ich war schon am Ausrasten total und ich hätte Lust gehabt, alles zusammenzuschreien, was geht. Aber irgendwie haben wir uns da komplett zurückgehalten. Ich habe es auch immer noch nicht ganz verstanden. Ich glaube, dieser Moment, wo ich wirklich verstanden habe, dass das jetzt nicht nur, dass ich nicht nur nach dem Durchfallen das geschafft habe, sondern dass es für immer vorbei ist, das ist etwas, das dauert noch ein paar Momente bei mir, weil ich habe meine Gesetze jetzt in den Schrank geräumt und ich werde sie auf die Weise nie wieder gebrauchen. Und das ist etwas, ich glaube, das muss im Kopf erst reifen und ich glaube, das kommt erst dann, wenn mein Zeugnis auch in dem Briefkasten ist. Das habe ich aber tatsächlich noch nicht. Und dementsprechend nimmt diese ganze Jura-Geschichte für mich ein Ende. Es ist das Ende einer Ära gewesen. Und damit wollen wir euch auch sagen, das ist auch das letzte Video auf diesem Kanal, da das Jura-Thema endgültig abgeschlossen ist. Nein, das wollen wir euch nicht sagen. Aber es hätte gut gepasst, ne? Ich habe kurz für den Schock gesorgt. Ja, das stimmt. Aber wir wollten euch nur sagen, warum wir in den letzten Wochen einfach nicht da waren, weil wir erstens keine schlechte Laune teilen wollten und ich auch einfach nicht in der Lage war. Und jetzt wisst ihr alles und ihr seid informiert und ja. Jetzt bleibt nur noch die große Frage, wie geht's weiter? Und wenn ich darauf eine Antwort hätte, dann wäre das echt nice, aber ich habe leider keine. Also ich habe verschiedene Bewerbungen geschrieben, ich habe auch ein paar Traumstellen, ich hatte schon ein Bewerbungsgespräch. Das steht aber alles noch in den Sternen, wie es da weitergeht. Und ja, da sind wir jetzt auf euer Verständnis angewiesen, denn Manu hat seine berufliche Zukunft schon begonnen, ich aber noch nicht. Und dementsprechend ist es manchmal ein bisschen schwierig mit YouTube und in der Öffentlichkeit stehen und irgendwo anfangen zu arbeiten. Das bedeutet, wenn in Zukunft manche Dinge nicht mehr geteilt werden können oder anders geteilt werden können. Oder sehr bedacht oder vielleicht nicht regelmäßig, weil der Job viel von einem abverlangt. Dafür habt ihr bestimmt Verständnis. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt oder Anregungen, dürft ihr die immer gerne in die Kommentare hauen. Ja, wir haben uns folgendes System überlegt, dass wir eine Woche verzögert
Videos bringen. Genau, das heißt, ihr werdet das sehen, was wir letzte Woche getan haben. Ja, also wir würden also gerne die Freitag- und Samstagabende für uns haben, ohne den Stress. Sonntag 10 Uhr muss es fertig sein. Dementsprechend kommt es etwas zeitlich versetzt in Zukunft, aber auch das, denke ich, ist in Ordnung, denn wir sind happy. Ich glaube, so happy und losgelöst waren wir schon lange nicht mehr. Richtig. Das sind noch ein paar Sachen im Hintergrund. Solange die noch am Laufen sind, werden wir dazu nicht so viel sagen. Aber das wirst du dann schon sehen. Alles Weitere zeigen wir euch im nächsten Vlog. Genau. Und kurz als Manu möchte heute hier seinen Tagesordnungspunkt mit euch durchgehen. Das. Nein, als Top. Ich sehe schon Fragen. Was macht Manu jetzt? Achso, weißt du was, wir machen einfach Teaser, damit sie das nächste Mal einschalten. Ja, genau. Dann halt nicht, dann bleib mal dran. Und wir strecken unsere Videos wie die großen Influencer. Ja, und den Titel dieses Videos nennen wir Unser letztes Video ist damit unsere YouTube-Karriere am Ende. Achso, nein, ich dachte, wir nennen das Examen bestanden, Fragezeichen. Ah, das können wir auch machen. Wir machen beides. Ja, wir melden uns einfach bald wieder bei euch zurück. Ciao, peace und Ade, bis zum nächsten Mal. Ade, war schön, genau. So ist es. Du kleines Käpsele.